Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Draußen ist es kalt und auch wenn ich persönlich ein relativ großer Fan eigentlich des Winters bin, sehnt man sich da manchmal doch nach Sommer, nach Wärme und nach Urlaub. Und um genau solche Bücher soll es in diesem Video gehen. Viel Spaß! Das erste Buch, welches ja so ein bisschen Sommer- und Urlaubsmäßig ist und welches ich rausgesucht habe, ist Chick von Wolfgang Herrendorf. Das Buch habe ich vor 2 Jahren oder so schon mal vorgestellt auf diesem Kanal, aber ich sage euch hier einfach nochmal kurz, um was es geht. Im Prinzip sind die zwei Hauptpersonen zwei Jungs, die mit einem geknackten Lader einen kleinen Roadtrip unternehmen. Die Familie des einen Jungen, Mike Klingenberg, hat zwar viel Geld, aber sein Vater und seine Mutter sind ziemlich zerstritten. Mit ihm dabei ist Chick. Er kommt eher aus ärmeren Verhältnissen und über seine Familie ist gar nicht mal so viel bekannt. Auf jeden Fall begeben sich diese beiden Jungs eben auf einen Roadtrip mit einem Auto und erleben da absolut sehr viele spannende Dinge. Sie treffen neue Leute, müssen sich aber auch immer wieder Herausforderungen und Gefahren stellen, die immer wieder auftauchen. Also generell fand ich dieses Buch auch wirklich sehr gut, weshalb ich es jetzt hier reingenommen habe. Wenn man das Buch liest, finde ich persönlich zumindest, kommt da so ein richtig dieses Sommer- oder Urlaubsfeeling auf, weil gerade dieses Thema von so einem Roadtrip mit einem Auto einfach durch die Landschaft und durchs Nirgendwo ist doch eine ziemlich ja, sommerliche und interessante Vorstellung für einen Urlaub. Das nächste Buch, welches ich hier rausgesucht habe, ist Wie ein springender Delfin von Mark Lovery. Auch dieses Buch habe ich irgendwann schon mal vorgestellt, aber auch das werden die meisten wahrscheinlich nicht kennen. Hierzu lese ich euch einfach mal den Klappentext vor und sage dann noch ein paar Sachen zu dem Buch. Martin hat sich für seinen kleinen Bruder Charlie eine großartige Überraschung ausgedacht. Sie werden heimlich mit dem Zug an die Küste Cornwalls fahren, denn dort ist der Delfin wieder aufgetaucht, der Charlie im letzten Sommer so glücklich gemacht hat. Doch so eine Reise ist nicht einfach, wenn man einen Bruder wie Charlie hat. Und wenn die Eltern schon an jedem Bahnhof durch die Polizei nach einem suchen lassen. Und wenn man ein Mädchen trifft, das offenbar eine selbstgebastelte Bombe dabei hat, auf das man aber dringend angewiesen ist. Und wenn man auf einmal seinen Rucksack mit der wichtigsten Keksdose verliert. Und Charlie. Also der Klappentext wirkt auch schon mal interessant und das Buch ist auch wirklich sehr spannend. Es ist vielleicht kein klassisches Urlaubsbuch, aber die zwei fahren eben auch so mit dem Zug an die Küste, wobei da mehr Wert auf der Fahrt an sich eben liegt, als dann später auf der Küste selber. Vor allen Dingen das Ende ist aber wirklich sehr interessant und als ich das gelesen habe, wird eigentlich quasi nochmal das komplette Buch komplett auf den Kopf gestellt. Und wenn ihr dieses Buch lest, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Ende haltet, weil ich finde das Ende auf jeden Fall sehr interessant und auf jeden Fall auch sehr, sehr überraschend. Und das wären soweit ein paar Bücher für die wärmere Jahreszeit, die ja dann vielleicht bald auch kommt. Und damit wären wir schon am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat und ihr, wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal. Schaut außerdem noch in der Videobeschreibung vorbei, dort habe ich euch die Bücher und einen Link zu meiner Webseite reingepackt. In dieser Hinsicht würde ich mal sagen, macht's gut, bis bald und bleibt natürlich gesund. Tschüss!